Es gibt erneut Lach- und Backgeschichten. Willkommen zu Pizz mit Kocht. Und ich darf heute mit als Gast dabei sein. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und wir werden heute Windbeutel backen. Bin aber noch nicht der Fan geworden von Windbeutel. Vielleicht ändert sich das heute, wenn die selbst gemacht sind. Denn das haben wir heute vor. Und ich würde sagen, wir zeigen euch, oder ich würde vorschlagen, Bram stellt heute die Zutaten vor. Ich mach's schnell mit Wasser, Salz, Butter, Mehl, Eier, Sahne, Zucker, Melin, Zunder, Sahne, Steifen, Puderzucker. Vielleicht bin ich damit ja drin. Auf geht's. Wasser, Salz, Butter. Stimmt, das machen wir in einem Topf. Das finde ich auch total strange. Wir machen jetzt Teig in einem Topf. Kurz überlegt, meine genialen männlichen Fähigkeiten der Feingefühle walten zu lassen, um das einfach so abzuwiegen. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich würde sagen, das sind 50 Gramm. Mein Augenmaß sagt mir das. Scheiße. Zu wenig. In dem Fall eine Prise. Ich bin sehr unglücklich mit unserem Salzding, muss ich sagen. Jedes Mal, weil ich da nicht gut reingreifen kann. Ich muss da jedes Mal so komisch reingreifen. Was genau ist eine Prise? Waren das jetzt schon 4 Prisen? War da zu viel Salz? Ich kann das nicht sagen. So, 50 Gramm. Wie viel ist denn 50 Gramm? Ist das 50 Gramm? Da schmiert man sicher so auf 2 Brote drauf. Ich glaube, beim Backen ist das echt wichtig, auf diese Mengen zu achten, ne? Scheiße, jetzt hängt es an meinem Finger. Nein, jetzt hängt es am Messer. Jetzt hängt es an meinem Finger. Dann warten wir jetzt, bis das kocht. Also wir machen wirklich einen Teig im Topf. Das finde ich weird. Okay, das ging viel schneller, als ich dachte. Upsi. Heute wird richtig gefackelt. Da steht nämlich abbrennen. Unter ständigem Rühren mit einem Kochlöffel so lange erhitzen, bis der Teig ein Klumpen geworden ist. Ein Klumpen. Was machen wir denn jetzt für komische Taktiken hier? Das haben wir noch nie gesehen oder gehört. Sieben wir einmal durch das Mehl. 150 Gramm sind das jetzt in unserem Fall. So, und jetzt nehmen wir noch eine Messerspitze Backpulver, denn ich habe in den Kommentaren unter dem Rezept gelesen, dass es dann noch geiler werden soll. Und das werde ich mir zu Herzen nehmen. Und hier noch eine Messerspitze Backpulver mit dort unterrühren. Also finde ich halt auch wild, dass halt entweder brauchst du 4 Eier oder vielleicht auch 3, 2 oder 1. Das ist beim Backen, ist das ja sowieso immer so Pi mal Daumen, ne? Das kennen wir ja. Ich lasse jetzt einfach mal ganz kurz da abfackeln. Ganz weird, einfach so einen Teig anzubraten. Okay, ui. Oh, 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 fuck. Das war ein bisschen viel auf einmal. Scheiße. Ich wollte das so nach und nach machen, so peu à peu, ne? Oh, fuck. Oh, das, oh, 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 oh. Das verstehe ich nicht. Apfelmus? Nein! Okay, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Mehl nehmen sollen. Ach komm, jetzt pudern wir das komplett da rein. Let's go. Habe ich zu wenig Wasser da drin? Ich habe noch voll viel Mehl, aber das stand da so im Rezept. Das steht da so, da kommt das ganze Mehl rein. Okay, wir haben jetzt hier halt so eine Matschepampe, okay. So macht man Windbeutel. Welchen Teig macht man denn oder was für anderen Kuchen oder was macht man denn auch so? Ich weiß, warum man das eigentlich vom Kochfeld runternehmen sollte, weil das die übelste Sauerei ist wieder mal. Oh, ich glaube, das war ein Fehler. Oh, oh. Oh, oh. Scheiße, das klingt alles in dem... Okay, der Schneebesen ist, glaube ich, deswegen soll man das, glaube ich, deswegen soll man das mit dem Kochlöffel machen. Ich habe nämlich noch gedacht, warum steht denn da Kochlöffel und nicht Schneebesen? Aber jetzt macht alles Sinn. Vielleicht war es nicht so klug, das ganze Mehl da reinzukippen, aber da steht 150 Gramm Mehl. Ja. Hui. Er ist definitiv ein Klumpen, da sind wir mal ganz ehrlich. Aber das kann doch nicht so schnell gehen. Also ist doch gerade erst passiert. Scheiße, wieso riecht denn das hier so verbrannt? Oh nö, da ist... Oh nee! Ja, da ist ein bisschen Mehl auf den Herd gekommen. Alter Schwede, wird das fest. Das geht nicht. Wisst ihr, muss ja jetzt so aussehen wie so eine... So ein brauner Fladen, so ein bisschen wie bei Eierkuchen so. Dass man so einen gewissen Bräunungsgrad Bescheid weiß. Oder bleibt der jetzt so und dann auf einmal so, zack, ist der einfach schwarz. Das ist ja wie dieses Kartoffelpüree-Zeug, was wir mal gemacht haben. Ja, okay, Leute, Klumpen, das ist instant. Da musst du gar nichts abbrennen. Holy shit, Junge. Okay, ich würde sagen, jetzt fängt langsam an zu stinken. An manchen Stellen. Ich consider it done. Also, Freunde der Sonne, ja. Ich sehe da eine weiße Schicht am Boden. Und es ist ein Klumpen. Ich glaube dran, dass das in die Hose gehen darf. Und kann und wird. Und damit. Okay, ich hätte jetzt gesagt, unten am Boden klebt jetzt so eine Schicht. Ja, ich glaube, das ist... Ich würde sagen, das ist richtig so. Okay, das muss jetzt kalt werden, ne? Heiß. Was mache ich denn jetzt damit? Das sind ja Windbeutel.
Hi. Eier einzeln verquirlen und unterrühren, bis der Teig in Spitzen vom Löffel fällt. The fuck heißt das? Einzeln verquirlen heißt bestimmt einfach nur, die alle zusammen vorher verquirlen und dann nacheinander den Rummel dazugeben. Scheiße, ihr habt immer unter den Kommentaren geschrieben, Mensch, schlag doch die Eier nicht am Rand auf, sondern einfach auf dem Tisch, auf der glatten Oberfläche. Habe ich wieder vergessen, sorry Leute. So, Ei da drüber, Nummer 1. Also ich habe hier noch ein altes Ei, was vor 3 Tagen abgelaufen ist und Risse hatte, deswegen habe ich das auch nicht benutzt. Wird es nach Schwefel stinken? Finden wir es heraus. Nö, da ist noch gut. Im Rezept steht M-Eier. Ich habe Eier der Größe L. Weil ich die dicksten Eier habe. Jetzt habe ich so nur so S-Eier, was auch richtig bescheuert ist. Ja, habe ich halt nur. Was willst du machen? Dann nehmen wir direkt 2. Da steht zwar einzeln, aber weiß ich nicht, was soll das bringen? Also mehr als die brauchen wir ja auf jeden Fall. Und rühren. Oh Gott. Oh, das soll man nachher essen? Weiß ich ja nicht. Weiß ich nicht, Digga. Mustard. Okay, der fällt jetzt aber so leicht auseinander, oder? Ist das damit gemeint mit von Spitzen? Soll das so sein? Ist das richtig? Weiß ich jetzt gar nicht, ob das so mega super klug war, das mit einem Mixer zu machen. Ja, heißt das jetzt, was heißt denn in Spitzen vom Löffel fällt? Nehmen wir mal einen Löffel. So. Ist das eine Spitze? Ist das damit gemeint? Also das war vorher, war es ein Teig. Jetzt ist es irgendwie Pampe. Ich weiß es nicht. Ich bin okay. Also, naja, gut. Habe ich doch das falsche Gerät in die Hand genommen? Das sieht nicht richtig aus. Sind das die Spitzen? Die vom Löffel fallen? Ist das damit gemeint? Ich verstehe das nicht. Wie bringt man das ordentlich zusammen? Wie sorgt man dafür, dass die sich verbinden? Ich glaube, das ist gut, oder? Das sind doch Spitzen, die da runterfallen, oder? Das ist doch. Da fällt doch was runter. Boah, da müssen wir hier richtig arbeiten. Muss man richtig Kraft aufwenden. Komio, ey. Also ich glaube, noch ein Ei wäre eins zu viel. Dann wäre es zu flüssig. Ich bin damit, glaube ich, zufrieden. Manche Leute gehen trainieren und stemmen Gewichte. Einfach Teig unterschlagen. Let's go. Wenn du einmal so durchziehst, läuft das so pfeilmäßig ab. Das ist doch bestimmt die gewünschte Konsistenz. Ist das in Spitzen runterfallen? Was heißt denn in Spitzen runterfallen? Und ein Schälchen mit heißem Wasser unten in den Backofen stellen, damit sich Wasserdampf bilden kann. Hier mit der Wasserschüssel zu laufen und dem Ständer ist... Mit Teelöffeln kleine Häufchen formen auf das Blech geben, dabei auf genügend Abstand achten. Okay. Kannst du mir sagen, was ein kleines Häufchen ist? So eher so deine, ne? Das ist eher so ein kleines Häufchen, ne? Unser Backpapier ist leer quasi, was wir sonst so nehmen. Jetzt habe ich das wieder gefunden aus Holland. Aber eigentlich kann man daraus doch richtig gut was drehen. Ist das das, was gemeint ist? Ey, doch nicht mit einem Teelöffel, oder? So ein Windbeutel ist doch schon so... Oder geht der Teig gleich so krass nochmal irgendwo hin? Weil das sieht mir irgendwie ein bisschen mager aus, sag ich mal, so early, wie ich bin. Was soll denn das für... Wie groß sind die Windbeutel? Achso, warte mal. Windbeutel sind manchmal... Habe ich gerade irgendwas Falsches von Windbeutel im Kopf? Sind die eher so groß oder sind die eher so? Na, mal gucken, ob das... Was das wird hier. Bin sehr gespannt. Das sind auch eher Fladen und keine Häufchen, ne? Häufchen sind doch eher so... Ist ein bisschen höher, glaube ich. Okay. Direkt wieder reingefallen. Was ist denn das für ein Scheiß? Was soll ich denn jetzt hier mit den Teelöffeln machen? Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Teig da reinkriege. Da drauf. Ich will halt eben. Ist das genug Abstand? Auf genügend Abstand achten. Ich weiß auch nicht, was genügend Abstand ist. Da steht auch nicht, wie man das da drauf machen soll. Man soll einfach mit einem kleinen Löffel da so Bums drauf. Und auf genügend Abstand achten. Das ist ja auch immer. Dann schreibt doch wenigstens dabei, 2 Zentimeter zu jedem Abstand lassen. Das wäre so ein Rezept. Wieso kann ich beistehen, mindestens
15 cm Abstand. Also bei manchen Sachen, ne, Kartoffeln oder so, da weiß man ja, okay, das wird gut, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Ich habe gerade absolut keine Ahnung, was ich hier mache. Das wird voll der Oberfail. Ich weiß nicht mal, wie die am Ende aussehen, fällt mir gerade ein. Es ist mir hier ein bisschen schleierhaft, was ich hier mache, aber ich mache einfach das, was sich richtig anfühlt. Und da soll irgend so ein Sahnezeug rein? Muss das nicht? Also, muss das nicht größer? Aber ist das bei Windbeuteln so ein Zusammenspiel aus salzigem Teig und süßer Füllung? Habe ich das einfach nie wahrgenommen bei den ganzen Tiefkühl-Windbeutelchen, die man früher so mal als Kind gegessen hat? Ja, und jetzt alle nochmal zusammen. Ich glaube, die kleinen hier, die fasse ich mal zusammen. Also, das ist zu klein, glaube ich. 30 Minuten backen. Währenddessen unter keinen Umständen den Backofen öffnen. Unter keinen Umständen, selbst wenn es hier brennt. Also ich würde mal behaupten, das kann nur schrecklich werden. Von daher, was soll schon schief gehen? Oder da drin irgendwas Wichtiges passiert. Unter keinen Umständen öffnen. Und wie aus dem jetzt Windbeutel werden, bin gespannt. Das sind meine Windbeutel bisher, die Rohform. Die müssen jetzt nochmal 30 Minuten backen. Alexa, Timer 30 Minuten. So, an rein mit den Dingers. Ich würde mich übrigens sehr über eine positive Bewertung zu diesem Video freuen. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und kommentiert mit eurer Lieblingsbäckerei, wollte ich gerade sagen. Mit eurem Lieblingsgebäck. Das sieht schon, es sieht jetzt nicht nach Windbeuteln aus, aber das sieht schon nicht schlecht aus, oder? Schaut euch diese Prachtstücke an. Ich habe noch 5 Minuten eigentlich auf der Uhr. Und ich würde sagen, die hätte ich vielleicht sogar noch früher rausnehmen müssen. Uff. Okay, wir haben jetzt zwar noch lange nicht die Zeit um, aber die sehen schon so krass aus, dass meine Frau gesagt hat, hol die raus, weil du hast ja Umluft gestellt und die meinten bestimmt Ober-Unterhitze und so weiter und so fort. Deswegen haben wir jetzt das getan, was verboten ist und den Backofen geöffnet. Kommen Sie mal her. Hubla. Boah, ist das heiß. Vielleicht habe ich das mit dem Teelöffel ein bisschen zu wörtlich genommen und ich hätte die Dinger doch größer machen müssen. Ja, ich sag mal so, Windbeutel, das sind eher so Braunbeutel geworden. Ey, sehen die nicht krass aus? Die sehen richtig gut aus, oder? Ich bin fasziniert. Aber guckt euch die Monsterkiste mal an. Das ist ja der Shit, oder? Die sind ein bisschen mini-wini geworden. Guckt ihr die kleinen Süßen hier. Aua, heiß. Alter, wie soll ich so weit aufschneiden? Diese kleinen Dinger sind echt kacke. Sobald wie möglich mit einer Schere waagerecht aufschneiden. Ja. Da kann ich nicht so viel aufschneiden. Also ich bin bisher genauso wie beim Backen auch hier im Nachhinein nicht so begeistert von diesem Rezept, weil irgendwie, also, das habe ich mir anders vorgestellt. Also pass auf, theoretisch schneiden wir das so auf. Ach du Scheiße. Mach ich das richtig? Ich habe keine. Warum hier mit einer Schere eigentlich? Oh, okay, okay, okay. Ich glaube, ich hätte mehr. Ich mache diese Schlagsahne so zum Dippen. Ich glaube, das wäre sinniger. Das Aufschneiden, das kannst du völlig vergessen. Oh, und guck mal, wie fluffig die von innen geworden sind. Ich hoffe, man sieht das. Alter. Ja, Sahne schlagen ist jetzt auch nicht so das Wildeste. Hoffentlich. Kann jetzt immer noch wieder alles schief gehen. Oh. Ja, ich spritze direkt rein. So, jetzt kommen 2 Packungen Sahne steif da rein. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Hält geschlagene Sahne steif. Ha! Bier? Nee, scheiße. Ich brauche mal Rezept. Dann schlage ich ein bisschen und dann schlage ich, glaube ich, erst. Ups. Hudi, 3, 2, 1, auf geht's. Bist du schon steif? Nee. Okay. Ich habe jetzt irgendwie viel von der Flüssigkeit und irgendwie, was ist denn das? Was ist das so? Test Nummer 2. So langsam wird's. Tue ich mal den Vanillezucker und den normalen Zucker mit rein. Die ist jetzt so halb steif, würde ich sagen. Halb steif. Wenn die Sahne zu warm ist, führt das dazu, dass der Fett in der Sahne flüssig wird. Ah, oder man zu lange schlägt. Wir nehmen das jetzt so. Ich glaube, ich habe zu warm geschlagen. Hey, wieso ist denn das jetzt wieder flüssiger geworden? Was soll denn das? Ach, Manu. Dann würde ich sagen, ist
1A Sahne. Ist das okay? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, wenn man die Schüssel kippt und nichts rausfällt, dann ist die Sahne steif. Ich habe ein bisschen. Da kommt ja gefälligst auch der Deckel drauf. Ja, das sind meine Quarkbällchen geworden. Nee, Windbeutel. Ja, das sind meine Windbeutel. Also die vier schönsten. Die anderen sind auch okay, aber das sind meine Windbeutel. Ich bin absolut zufrieden mit diesem Ergebnis. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht, dass es fast so wie im Rezept aussieht. Okay, ich habe das mit den Häufchen so ein bisschen verkackt. Wir haben jetzt nicht diese typische Häufchenform mit dieser Spitze oben. Windbeutel und meine absolut lecker aussehende Creme. Dann probieren wir das jetzt mal. Ich würde sagen, das sind keine Windbeutel, das sind auf jeden Fall... Wind steht ja eigentlich eher so fluffig, wenn ich mir das so angucke und auch so, Moment. Ein bisschen crunchy. Also statt Wind und Flockigkeit und Beutel, also Wind wahrscheinlich für die Sahne, also nehme ich so einen Butterrucksack. Aber hey, let's go. Probieren wir die Dinger mal. Prost. Ja, lecker. Die Sahne ist lecker. Die Windbeutel haben so ein bisschen lederige Konsistenz. Wie schmecken denn überhaupt Windbeutel? Ich weiß das überhaupt nicht mehr. Oh. Ja, die kommen an den Geschmack ran. Zum Wohl. Okay, die sind echt lecker. Kann ich essen. Ja. Was soll ich sagen? Ich hoffe, die anderen haben da besser hinbekommen als ich. Gucken, wie viel da reingegangen ist. Oh. Perfekt, perfekt. Da ist viel zu viel Salz drin. Oh ja, jetzt wo du sagst. Wenn du das ohne das isst, schmecken die salzig. Ey, ohne Scheiß, die schmecken wie die kleinen Windbeutel, die ich aus der Tiefkühltruhe kenne. Nur besser. Und das war nicht mal schwer. Ich dachte, das wird ein absolutes Desaster. Ich dachte, das wird absolut furchtbar. Es ist absolut gut geworden. War richtig einfach. 3 Punkte für Gryffindor. Haus Bram bekommt 3 Punkte. Alter Vater, sind die mies. Ich finde Windbeutel eigentlich voll lecker, aber die sind halt der Oberschmutz geworden. Also ich gebe hier 3 von 10 Punkten. Die haben so gar keinen Eigengeschmack, außer dass sie ein bisschen verkohlt sind. Aber ich bin immer noch kein Fan von Windbeuteln. Ich gebe dem Ganzen, ich gebe 3. Das werde ich nie wieder machen. Das ist nicht geil. Und das ist scheiß viel Arbeit, weil ich muss die jetzt alle befüllen. Aber abgesehen davon, echt gut. Ich gebe 8 von 10 Punkten, Leute. 9 von 10. Sie sind einfach, sie sind lecker, wenn man die jetzt noch in den Kühlschrank stellt. Sind die, glaube ich, auch immer richtig geil, so frisch gekühlt. Deswegen, ja, von mir eine absolute Empfehlung. Und, ja, Bram,
Was beutelst du denn in den, windest du denn in den Beutel? Das war diese Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von Piet's Meat kocht. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Ich gebe Franzi das letzte Wort. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich dachte, wie gesagt, das wird eine absolute Katastrophe. Ich hatte richtig Schiss. Ich bin sehr zufrieden mit diesem wundervollen Ergebnis und ich werde diesen Teller auf jeden Fall noch verspeisen. Vielen Dank fürs dabei sein. Lasst gerne ein Follow da. Ein Abonnement, aktiviert die Glocke, lasst einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Also ich bin dann wahrscheinlich nicht dabei, vielleicht beim React. Nächste Woche Donnerstag, nächste Folge. Ich weiß noch nicht, was gekocht wird, aber es wird bestimmt wieder grandios. Also schaltet ein. Bis dahin, macht's gut, man sieht sich. Bye, bye.